Ja, fein. Fangen wir mit der ersten Sache an. Was haben wir quasi mal als Kinder gelernt oder immer erlebt? Das waren die meist schrecklichen Erfahrungen oder auch die positiven Erfahrungen, die uns so herangebracht hat, wie, warum ist der Luftballon, den ich gerade losgelassen habe, hochgestiegen? Eine einfache Sache. Wir wissen, der Luftballon ist jetzt gefüllt mit einem leichteren Gas als die Umgebungsluft. Das heißt also, der Auftrieb, der entsteht, ist, dass der leichte Ballon nach oben steigt innerhalb der schweren Masse, die um rum ist. Also, das ist ein statischer Auftrieb. Was haben wir noch erlebt? Drachensteigen. Drachensteigen ist der dynamische Auftrieb. Das heißt, wir haben einen Drachen und wir haben eine Schnur. An dieser Schnur ist der Drachen befestigt. Und ich versuche dir mal irgendwie so ein bisschen perspektivisch mal aufzuzeigen. Hier schöne unendliche Achtung dran gemacht. Jetzt kommt der Wind von der Seite an und bläst gegen den Drachen. Das sieht im Schnitt so aus, dass der Drachen hier mit der Schnur Zug hat und wenn der Wind ankommt, auf diese Fläche verwirbelt er hier hinter. Und hier im Schwerpunkt, also hier, ja, haben wir einen Auftrieb. Hier haben wir den Widerstand, also A. Hier haben wir Widerstand und hier haben wir den Zug. Und die Verwirbelung, die hinter entstehen, das ist ein unheimliches, kräftiges Element, was nach da zieht. Wir ziehen hier und durch den Wind, den wir hier haben, gehen wir da oben. Logisch? Und das ist aber etwas, was wir eben nur beim Windenstart so ungefähr kennen. Und aus dieser Gedankenwelt sind schon viele Halbwissen entstanden, wie zum Beispiel, ja, die Unterseite muss angeblasen werden und dadurch fliegt das Flugzeug. Wir kommen später dazu. Das ist nicht so. Also wir halten fest, dass wir hier unseren Luftballon einfach mal betrachten. Ja, der hochgegangen ist. Der Luftballon, hier ist es leichter und hier ist es schwerer, das ist der statische, ja, Auftrieb. Und das ist hier der Beginn unserer Betrachtung für den dynamischen Auftrieb. Soweit, so gut. Gehen wir der Sache mal ein bisschen näher an und wollen das mal, bevor wir zu den Auftrieben kommen, an den Profilen, uns das Flugzeug selbst mal betrachten. Was passiert beim Flugzeug? Am Flugzeug haben wir das mal, ich versuche das mal hinzumachen, ein Flugzeug, so wie wir es kennen, so. Wir haben unser Flugzeug, unser Segelflugzeug und wir haben hier unseren Schwerpunkt. Wir haben hier die Längsachse des Rumpfes. Und wir wissen, dass wir ja nicht immer horizontal fliegen, sondern dass wir im leichten Neigflug runterkommen. Beim Motorflugzeug haben wir etwas, was uns vorzieht, was nach vorne geht. Aber wie ist das beim Segelflugzeug? Das Segelflugzeug hat keinen Motor, es sei denn, es ist ein Klapptriebwerk oder vorne ein Propeller. Und den schalten wir mal aus. Und was passiert dann? Das will ich euch kurz zeigen. Wir haben einen Bahnneigungsflug, auf dem wir uns bewegen. Wir brauchen, nehmen wir mal an, ein Flugzeug steht auf dem Boden und es kommt viel Wind. Was passiert? Es kann unter Umständen abheben und weggehen. Das heißt, ein Objekt, entweder steht das Objekt und der Wind kommt. Und jetzt nehmen wir mal die andere Sache. Wir haben keinen Wind, ideal mal Windstille.
dann muss das Objekt sich ja bewegen, damit es in dieser Luftmasse, die dort ist, sich bewegt und nach vorne kommt. So, und wie teilen wir das jetzt am besten auf? Wir nehmen mal diesen Punkt hier raus. Wir haben das Profil, also wir haben unsere Achse. Das ist unsere Rumpflängsachse. Wir haben hier das Profil. Und wir befinden uns, hier ist Holmhöhe ungefähr der Schwerpunkt. Und hier, das ist der Bahnneigungsflug. Ich male hier auch nochmal rot rein. So geht der Bahnneigungsflug. Und dabei extrem gesagt. Wir machen das mal hier parallel ungefähr. Das ist unser Bahnneigungsflug. Nun, was wirkt hier? Wir haben ein Eigengewicht. Und diesem Eigengewicht muss der Auftrieb entgegengehen. Und wir haben, nehmen wir an, Modellflugzeug wiegt 5 Kilo. Ja? Dann müssen wir ja auch 5 Kilo haben, die uns tragen. Stimmt's? So, wie erzeugen wir das? Wir wissen nachher, später, dass hier ein Auftrieb entsteht. Am Tragfläche. Wie das ist, kommen wir später. Nehmen wir das erstmal so hin. Wenn wir jetzt hier auf senkrecht zur Bahnneigung, etwas auftragen, merken wir, wir haben hier die nach senkrecht unten gehende und die nach oben gehende Resultierung, die wir später haben, die teilen wir jetzt auf. In einmal den Auftrieb und den, was wirkt noch? Wir haben den Widerstand. Das ist, der Widerstand besteht aus mehreren Widerständen, wie zum Beispiel der Formwiderstand. Der Formwiderstand, dann gibt es ein Profil, das auch Widerstände erzeugt, wie zum Beispiel den induzierten Widerstand. Und es gibt, sagen wir mal, ganz einfach mal den Gesamtwiderstand, der aus mehreren Widerständen besteht, der auf dieses Flugzeug hier wirkt. Dieser Widerstand, den zeichnen wir mal hier so ein, in diese Richtung. So. Jetzt haben wir hier aber auch, wie wir es eben gesagt haben, eine Kraft, die nach unten geht. Das ist unser Gewicht. Und jetzt müssen wir für den Vortrieb etwas von diesem Gewicht nach vorne geben. Ja, das sieht dann so aus. Das ist der Widerstand und das ist ein Teil des Gewichtes. Und das andere ist das Teil des Gewichtes, was nach unten zieht, senkrechte Bahnneigung. Und wenn wir die beiden hier verbinden und das hier parallel hier verschieben, haben wir die resultierende hieraus unseres Gesamtgewichtes. Damit dieses aber wiederum die ganze Sache fliegt, haben wir ja hier einen Widerstand. Und dieser Widerstand ist mit dem Auftrieb, den wir hier haben, parallel hierzu, gehen wir mal raus, ist das der Auftrieb, den wir an der Tragfläche erzeugen. Und das ist hier der Gesamtauftrieb zum Auftrieb Tragfläche senkrecht zur Bahnneigung. Und das ist dann der Auftrieb, den wir benötigen, um die Maschine oben zu halten. Ihr seht, gleiche Größen. Was jetzt passiert, ist in den nächsten Schritten, wir haben es mit sehr viel mit dem Widerstand zu tun. Und diese Widerstände will ich euch jetzt mal erklären, wie jetzt diese Gesamtwiderstände so miteinander arbeiten, dass wenn wir feststellen, dass wir jetzt immer schneller werden, immer schneller werden, immer schneller, werden wir irgendwann nicht mehr schneller. Warum ist das so? Das werde ich erklären. Ich werde auch erklären, wie jetzt die am Profil umlaufende Strömung Auftrieb erzeugt. Und das ist jetzt der nächste Schritt, zu dem wir kommen.